Hallo, wir sind Melinda und David, zwei Baristas auf Reisen. 2018 sind wir für 15 Monate mit unseren Backpacks um die Welt gereist. Danach haben wir uns einen Van gekauft und selbst ausgebaut. Nun leben wir seit 4 Monaten Vollzeit in unserem Bus und sind aktuell in Schweden unterwegs. Im heutigen Video verraten wir euch, in welches Land wir als nächstes reisen werden und warum wir eigentlich Vanlife so toll finden. Moin moin, hi und herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Sonntag und ein neues Video steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind aktuell noch in Schweden, aber auch nicht mehr so lange, denn heute ist unser letzter Tag und wohin wir danach fahren, das erfahrt ihr hier in dem Video. Vorher wollte ich euch aber erst nochmal zeigen, auf welchem Campingplatz wir hier gelandet sind. Und zwar ist das der Campingplatz Grand Circus Hotel hier in Malmö. Und hier stehen überall kleine süße Zirkuswaggons und ein Zirkuszelt. Und das ist ein Hotel und ein Campingplatz in einem. Richtig süß. Und danach gehen wir das allererste Mal was frühstücken hier in Schweden. Ja, so, fangen wir erstmal an. Das ist echt der allerschönste Campingplatz, auf dem wir bis jetzt waren. Das ist einfach ein Traum. 35 € zahlen wir hier für eine Nacht und der Besitzer hat all diese wunderschönen Wegen selbst gebaut. Es ist herrlich einfach. Und ja, wir fahren jetzt 10 Minuten mit dem Fahrrad bis in die Stadtmitte. Das ist also auch sehr zentral und trotzdem war die Nacht hier super ruhig. Ja, im letzten Video hatten wir euch ja über unsere schwere Entscheidung berichtet, dass wir uns für Vanlife entschieden haben und gegen eine Caféeröffnung und quasi alles in Deutschland jetzt verkaufen werden und komplett in unseren Bus ziehen werden auf unbestimmte Zeit. Und ja, in diesem Video wollen wir euch dann nochmal erzählen, warum wir eigentlich uns für Vanlife entschieden haben und warum das genau das Richtige für uns momentan ist. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Gamla Staden. Das ist kein vergammeltes Viertel, sondern bedeutet einfach, Gamla bedeutet auf Schwedisch alt. Und also Altstadt. Altstadt, genau. Die suchen wir jetzt hier. Und jetzt wird uns auch klar, warum man zum Beispiel sagt, rumgammeln. Meinst du, das kommt davon? Ich weiß es nicht. Aber würde Sinn ergeben. Würde Sinn ergeben, weil gammeln halt einfach so. Ja, meint ihr, das Wort Gammeln in Deutschland kommt deswegen, wegen alt? Von Gamla? In Schweden? Oder wenn schreibt man es auch mal in die Kommentare. Ja, zum Beispiel. Das könnt ihr mal ruhig in die Kommentare schreiben. Ob wir da richtig liegen. Ich glaube halt aber auch, dass so das Wort vergammelt halt einfach von Gamla kommt. Vergammelt, Gamla, veraltet. Gamla-Look? Ja, Gamla-Look. So ein alter Look. Nicht frisch. Ja. Irgendwie. Ja, könnte es doch sein. Naja, mal gucken, ob wir Gamla starten. Ja, also Malmö ist eigentlich ganz süß, muss man sagen. Eigentlich hat man nicht vor, hierher zu kommen, aber dann hat jemand von euch auf Instagram geschrieben, dass wir herkommen sollen, ne? Ja. Ja, und dann, weil es doch ganz schön wäre und wir müssen sagen, ja. Ist ganz süß. Ich muss sagen, mir hat Göteborg trotzdem besser gefallen, also anders, größer, aber irgendwie so. Hat mir besser gefallen. Ist auf aber jeden Fall trotzdem schön für so einen Tagesausflug ja. Hier. Auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt so einen richtig schönen Stellplatz hier gefunden. Mega toll. Ja, richtig schön. Hab ich gar nicht gedacht, dass wir sowas Schönes haben. Ja, das ist so die Aussicht nach hinten. Genau, und neben uns steht hier nochmal ein Camper. Das sind Deutsche. Und hier auch. Und genau, da konnten wir uns einfach dazustellen. Wir haben aber gefragt. Wir haben vorher gefragt, genau. Normalerweise würden wir uns nicht dazustellen, aber okay. Ja, für den einen Tag.
Ja, danke. Ja, ich glaube, wir werden noch einen lustigen Abend haben. Spaziergang in Schweden. So schönes Licht und so ein schöner Sonnenuntergang. Und ja, wir genießen das jetzt nochmal. Morgen früh nehmen wir dann die Fähre und verabschieden uns von Schweden erstmal und sehen uns dann morgen in einem anderen Land. Na, vielleicht will ich ja morgen früh noch ein paar Aufnahmen machen. Oh, okay. Wusste ich nicht. Ja, das war's dann hier mit Schweden. An dieser Stelle sagen wir dann tschüss Schweden, und Witamy w Polsce. Willkommen in Polen. Jak mówisz po niemiecku? Hä? Ah, ja, also für alle, die es nicht wissen, ihr versteht mich ja nicht, wenn ich polnisch rede. Ich bin hier geboren, in Polen, in Schlesien. Und ja, damals mit meinen Eltern, als ich 2 Jahre alt war, nach Deutschland zurück ausgewandert. Zurück? Ja, da kamen wir ursprünglich her. Hm. Ja, dann wären wir jetzt auch schon bei Punkt 1, was wir an Vanlife so toll finden. Und zwar, dass wir immer unser Zuhause dabei haben. Das heißt, egal wo wir sind, in welchem Land, sind wir immer zu Hause. Ja, wir können quasi zusammen reisen und haben, ja, auch eigentlich verbringen wir sehr, sehr gern viel Zeit zusammen. Und das ist auch noch ein Punkt, warum wir gerne im Van leben. Dass wir halt gemeinsam viel Zeit zusammen verbringen können und arbeiten können gemeinsam. Genau. Stichwort Arbeiten, das geht hier an dem Platz nicht so gut. Und deswegen ja, können wir nämlich auch einfach den Stellplatz wechseln. Wir sind jetzt nämlich auf ja, dem Weg zum Stettiner, ja, in die Stettiner Stadt. Und ja, wollen jetzt einfach einen neuen Stellplatz suchen. Nachdem wir Stettin besucht haben. Und jetzt müssen wir mal aber ganz kurz Melli fragen. Wie sieht es da hinten aus bei dir? Bist du eigentlich fertig? Ja, alles super. Was nämlich auch noch cool ist beim Vanlife ist, dass man viel weniger Zeit verbringt mit der Frage, was ziehe ich eigentlich an? Ich weiß noch, wie oft ich zu Hause vor meinem vollen Kleiderschrank stand und eine halbe Stunde bestimmt einfach textilblind war und nicht wusste, was ich anziehen sollte. Und dieses Problem ist somit bei Vanlife auch quasi nicht mehr vorhanden, weil man einfach nur die geliebten Schätze dabei hat. Ja, das ist voll cool, dass du so schnell fertig bist. Ja, nicht nur, dass wir Zeit sparen beim Klamotten aussuchen, wir sparen auch Zeit, indem wir halt einfach weniger Hausarbeit machen. Wir haben ja nur 8 Quadratmeter und das ist schnell aufgeräumt. Zudem sparen wir ganz schön viel Geld. Mal kurz absichern, ob alles zu ist. Das finden wir auch ziemlich cool, weil wir beim Vanlife halt einfach entscheiden können, wie lange bleiben wir an welchem Ort und ja, wie viel Geld geben wir aus. Und heute haben wir noch ja, ein bisschen was vor und dann können wir nämlich das Geld, was wir sparen, in unser Hobby investieren und zwar Kaffee. Kaffee trinken. So, und jetzt gehen wir. Wir haben die Polizei hinter uns gefragt, ob wir hier parken können und das ist erlaubt. Und jetzt gehen wir hier in Stettin einen schönen Kaffee trinken und suchen uns danach einen neuen Stellplatz. Ja, direkt nach Stettin sind wir ein bisschen weiter südlich gefahren und entlang der Oder. Uns hat nämlich jemand von euch bei Instagram einen Tipp gegeben, wo man hier einen schönen Stellplatz findet. Und wir stehen hier am sogenannten Krummenwald, direkt an der Oder.
und haben hier so einen schönen Stellplatz gefunden. Und jetzt kommt auch schon gleich das nächste, was wir an Vanlife ziemlich cool finden. Und zwar, dass wir unsere Nachbarn quasi aussuchen können und man sich on the road immer wieder unterwegs trifft. Wir bekommen nämlich heute ganz spontan Besuch von zwei super lieben Menschen, die ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr uns schon ein bisschen länger folgt. Wir saßen damals nämlich auf Mallorca einige Zeit zusammen. Gleich gibt es die Auflösung. Vorher zeige ich euch aber erst nochmal diesen wunderschönen Stellplatz, den wir aber leider spätestens morgen früh um 6 verlassen müssen, weil hier nämlich ein Schild steht und da geschrieben steht, dass morgen früh zwischen 6 und 14 Uhr ein Angelwettbewerb stattfindet und man doch bitte die Plätze hier nicht besetzen soll. Das ist halt auch so, dass man manchmal Plätze findet, wo man länger stehen kann. Manchmal findet man Plätze, wo man nicht so lange stehen kann. Dazu gibt es nächste Woche auch mal ein YouTube-Video, wann Vanlife quasi auch mal ein bisschen anstrengend sein kann und wieso das manchmal auch ein bisschen nervt, in Anführungszeichen. Das kommt dann nächste Woche raus. Genau, passend zu dem Video, warum Vanlife eigentlich trotzdem immer geil ist. Und jetzt mal ein paar Eindrücke vom Stellplatz. Kommen schon. Ich kann da schon was hören. Siehst du was? Dreckige Scheiben sehe ich. So, und wer erkennt sie schon? Jesse und Roberto. Die Chirpies. Hallo. So trifft man sich wieder. Ja, so sieht es bei den beiden im Van aus. Den kennt ihr ja schon. Genau, so trifft man sich wieder. Oder für alle, die neu dabei sind, kennen den noch nicht. Genau, ich verlinke euch den Kanal von den beiden mal hier oben. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Hier in der Nähe soll ein schöner Wald sein. Und zwar der Krumme Wald. Und warum der so heißt, das sehen wir gleich. Ja, das ist auch schon der Krumme Wald hier an der polnischen Oder. Ja, warum der so krumm ist? Tja, es gibt so verschiedene Theorien darüber und eine besagt halt einfach, dass der Wald so krumm ist, weil man die Bäume früher so gezüchtet hat, um daraus dann halt spezielle Möbel herzustellen. Eine andere Theorie ist, dass wohl die Samen irgendwie ein Gendefekt oder gentechnisch so manipuliert worden sind, ich weiß es nicht genau. Und die deswegen so gewachsen sind. Ich glaube, Theorie 1 ist die wahrscheinlich stimmt, dass man das extra so gemacht hat. Man hat dann den Hauptstamm abgeschnitten und dann einen Ast so gebogen, dass der halt zum Stamm gewachsen ist. So, und wir gehen jetzt mal wieder zurück zum Van und werden eine schöne Fika machen. Eine schwedische Fika in Polen. Wie angekündigt, machen wir jetzt eine schöne Fika und beenden jetzt auch hier das Video. Voll cool, dass ihr das bis zum Ende durchgeschaut habt und wir freuen uns wie immer, wenn ihr das Video kommentiert und auch liked. Und bitte auch nicht vergessen, hier von den beiden den Kanal auch zu abonnieren. Jesse und Roberto machen nämlich auch ganz tolle Reisevideos. Ja, und wir machen es uns jetzt hier gemütlich und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, ich darf auch mal was sagen. Ciao. Das ist das letzte Wort, habe ich.